ihr wieder. Freut mich, euch auch in 2024 wieder begrüßen zu dürfen. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gerutscht, gut da reingestartet. Ich wünsche euch auf jeden Fall nur das Beste für dieses Jahr. Leute, heute machen wir gleich zum Anfang des Jahres eine kleine Jahresvorschau, auch traditionell bei mir. Wir schauen ein bisschen, was uns so erwartet, filmtechnisch, spieletechnisch, serientechnisch und so weiter und so fort. Ich habe auch diesmal wieder eine kleine Liste, diesmal ist sie wirklich klein, also wird das Video wohl nicht so lang wie der Jahresrückblick 2023, den ihr euch natürlich auch gerne reinziehen könnt. Blickt man natürlich auf das Jahr zurück, auch traditionell. Leute, genug geredet, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Video. Ich werde ein Genozer! Ich werde ein Genozer! Ich werde den Alkohol testen! So, Leute, heute spielen wir zur Abwechslung mal Super Mario Maker 2 und zwar im Endlos-Modus. Und ihr dachtet, wir spielen Mario Kart, was? Ha! Schade! Shit! Oh! Ja, Leute, ich hoffe wirklich, es geht euch gut. Ich hoffe wirklich, ihr seid gut in das neue Jahr reingestartet. Und ja, wie gesagt, ich wünsche euch wirklich nur das Beste! Siemens! So, supi-dupi, so. What the fuck? Gut. Also Leute, habt ihr meinen Rückblick schon gesehen? Ein 2023er Rückblick. Natürlich habe ich da auch wieder ein bisschen was vergessen, gell? Man kennt mich, ich meine, hallo. Das bin halt einfach ich. Zuallererst möchte ich mich nochmal explizit bei den Best-of-Leuten bedanken. Blitzy und TomTown. Die haben ja dieses Jahr Best-ofs gemacht. Das weiß ich sehr zu wertschätzen. Ja, wie gesagt, ich habe einiges leider vergessen zu erwähnen. Aber das darf auf jeden Fall nicht unerwähnt bleiben. Vielen lieben Dank, liebe Leute. Ich weiß, wie sehr viel Arbeit da reingesteckt ist und reingesteckt wurde. Und spitze, also wirklich. Es ist nicht in Worte zu fassen. So, dann wollte ich noch erwähnen, nochmal positiv hervorheben, letztes Jahr, Ende des Jahres, gab es ja ein kleines Crossover mit dem lieben Lenny. Ach, ein großes Event, in dem ich gegen Nosferatu antreten konnte, alles auf seinem Kanal zu sehen. Es gab da eine Ankündigung, ein Charakter-Reveal mit mir. Hat sehr viel Spaß gemacht, das alles zu erstellen. Lieber Lenny, ich bin ganz gespannt, was uns da noch in Zukunft erwartet. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Und ich freue mich drauf. Oh, Lenny. Ach, mein Sohn. Eine Zusammenarbeit. Ah, das war so schön. So, und ich habe, glaube ich, auch gar nicht erwähnt Frau Bing, oder? Ich habe Frau Bing nicht mal erwähnt. Das ist eine Schande über mein Haupt, Mann. Letztes Jahr ist auch Frau Bing in unser Leben getreten, hat uns die Streams, ja, eine schöne Zeit in den Streams beschert und hoffentlich wird sie das auch weiterhin tun. Ganz am Anfang, als sie rauskam, die ganzen Geschichten, sie konnte dann immer mehr. Irgendwann konnte sie dann sogar Bilder erstellen und die ganzen Geschichten. Also, ich hoffe, wir werden noch viele unterhaltsame, ja, Erlebnisse mit Bing haben, meiner lieben Frau. So, dann wollte ich noch erwähnen, ich habe ja auch noch The Witcher Staffel 3 geschaut, aber habe ich auch vergessen zu erwähnen. Aber die Tatsache, dass ich vergessen habe, es zu erwähnen, spricht, glaube ich, schon für sich. Mir hat die dritte Staffel nicht wirklich gefallen. Ähnlich schon wie die zweite. Die erste Staffel war... Wow, ist das eine geile Idee. Die erste Staffel war super. Die zweite... Genau das gleiche Problem wie jetzt mit der dritten. Ich
belanglos. Belanglos für mich. Also, wenn es euch gefallen hat, okay, ja, super, freut mich. Für mich. Belanglos. Jetzt wird auch noch der Schauspieler ausgetauscht in der vierten Staffel. Belanglos. Tut mir leid. Das tut mir wirklich im Herzen weh, dass das ein bisschen versaut wurde. Nachdem die erste Staffel so geil war. Kann man da sterben. Ich habe bestimmt noch einige Sachen vergessen zu erwähnen. Tut mir leid. Aber Leute, ich bedanke mich noch einmal an dieser Stelle bei euch allen für ein tolles 2023. Ich hoffe, 2024 wird genauso geil für einen jeden von uns. So. Gut, oder? Wird einfach eingeklemmt eben. Ich bin einfach immer diese unnötigen Tode mit mir. So, Leute. Ja, wirklich danke an alle von euch für ein tolles Jahr. So, gut. Jetzt ist die Plärrerei fertig. Jetzt können wir ja endlich mit dem Jahr starten, oder? Geil. Wir beginnen mit den Filmen, die uns nächstes Jahr so erwarten. Bitte beachtet, dass die ganzen die ganzen Veröffentlichungstermine der Filme, die ich erwähne, nicht unbedingt final sein müssen, die können sich ändern oder ich kann es auch einfach falsch aufgeschrieben haben, deshalb ja. Alles ohne Gewehr und ohne Pistole. Super. Gut. Also, Filme, Leute. Gleich, ich habe hier meinen Schummelzettel, wie schon gesagt. Gleich am Anfang erscheint ein Film, den ich mir im Kino anschauen will. Und zwar heißt der Der Junge und der Reiher. Tatsächlich ein neuer Film vom Studio Ghibli. Das Studio Ghibli weiß ich wirklich sehr zu wertschätzen. Ich liebe das Studio Ghibli. Hat sehr viele großartige Hits zum Vorschein gebracht. Chihiros Reise ins Zauberland, Prinzessin Mononoke, das Schloss im Himmel und wie sie nicht alle heißen, mein Nachbar Totoro. So, ja, so viele Hits. Und jetzt hat der legendäre Hayao Miyazaki tatsächlich nach vielen Jahren wieder einen Film rausgebracht. Und der ist eben ein Junge. Und der Reiher, der kommt am 4. Jänner zu uns. Die Kritiken, die Fans, die den schon gesehen haben in Japan und überall, die sind hellauf begeistert. Und ich werde das bestimmt auch sein, Leute. Ich freue mich da schon gleich am Anfang des Jahres, so einen tollen Film im Kino sehen zu dürfen. Ah, Mann. Diese Filme sind halt auch wirklich immer ein bisschen Magie. Und... Shitty! Und... Ja! Nintendo hat ja mit Breath of the Wild und Tears of the Kingdom sich... Ja... zum Teil wirklich sehr stark von den Studio Ghibli-Filmen inspirieren lassen. Aber das ist überhaupt nichts Schlimmes. Das ist sehr, sehr gut. So, Leute, weiter geht's mit Kung Fu Panda 4 am 14. März. Jack Black ist wieder zurück als Panda Po, beziehungsweise im Deutschen, ja, keine Ahnung, wer der deutsche Synchronsprecher ist. Aber trotzdem, Kung Fu Panda 4. Man hat da schon einen Trailer gesehen.
Kung Fu Panda ist eigentlich immer echt witzig, echt cool gemacht. Und jetzt kommt da eben der vierte Teil raus von DreamWorks. Man hat schon gesehen, dass da zum Teil alte Feinde wieder auftreten. Sogar der Antagonist aus dem ersten Teil, der jetzt natürlich leider nicht mehr von Thomas Fritsch gesprochen wird. Das ist eine Schande. Aber gut. Er ist immer noch in unserem Herzen. Shit. Na gut, was ist denn das für ein Level? Ja! Ich habe Kung Fu Panda 1 öfters gesehen. Die anderen zwei Teile glaube ich nur einmal. Die musste ich nochmal rewatchen. Tendenziell freue ich mich auf den Film Kung Fu Panda 4, 14. März. Dann am 28. März Ghostbusters Frozen Empire. Kann ich nicht viel sagen. Ich kenne mich mit der Reihe überhaupt nicht aus, aber ich wollte es mal erwähnt haben. Dann am 12. April Godzilla X-Kong. The New Empire. Es ist ja dieses ganze Franchise, das hat ja angefangen mit Godzilla. Dann kam Kong Skull Island, dann kam der zweite Godzilla-Film, dann kam Godzilla vs. Kong und jetzt kommt eben dieser Film am 12. April. Da bin ich gar nicht drin in dieser Reihe. Also, aber Leute freuen sich da auf jeden Fall, denke ich mal. Dann am 23. Mai kommt Planet der Affen New Kingdom. Der vierte Teil der Planet of the Apes Reihe, der neu, ja gut, die Reihe ist ja schon uralt, da hat es ja schon ein paar Versionen von gegeben, aber halt die neueste Version wird jetzt eben fortgesetzt und anscheinend soll das sogar der Auftakt einer neuen Trilogie sein. Es ist auf jeden Fall geil, ich mochte die drei vorausgegangenen Filme rund um Caesar sehr gerne eigentlich. Und Eddie ist da auch großer Fan von. Und ich denke, das, was man bisher gesehen hat von dem neuen Film, das sieht doch ganz geil aus. Bin da auf jeden Fall gespannt. Planet of the Apes New Kingdom, 23. Mai. Dann am 24. Mai, einen Tag später, kommt ein Animationsfilm zu Garfield. Und Chris Pratt wird da die Hauptrolle sprechen. Naja, der ist ja eh überall mit dabei. Der ist jetzt... nicht nur Mario, er ist auch noch Garfield, der war eh schon alles. Ich glaube, bei Lego Movie war auch der, war da nicht sogar auch der, ja, ich weiß es nicht mehr. Egal, ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. 13. Juni, ein weiterer Pixar-Film bekommt eine Fortsetzung, nachdem Findet Nemo schon einen zweiten Teil bekommen hat. Toy Story natürlich schon ganz viele Fortsetzungen. Und Monster AG hat ein Prequel bekommen. Jetzt bekommt Inside Out, alles steht Kopf, einen zweiten Teil. Ich habe Inside Out damals tatsächlich im Kino angeschaut, einen Film, der mir sehr gut gefallen hat. Die Cast-Filme wurden natürlich auch alle fortgesetzt, die will ich natürlich auch nicht unerwähnt lassen. Da kommen... soweit ich weiß, spielt sich der Teil dann in der Pubertät ab von dem Hauptcharakter Riley, heißt die, oder? Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Da kommen dann auch neue Emotionen hinzu. Im ersten Teil war sie ja noch ein Kind. Und ihr wisst das ja selber, wie das mit der Pubertät ist, was das mit dem Menschen macht. Es wird eine sehr spannende Thematik auf jeden Fall. Ich habe immer noch meinen Glauben in Pixar nicht verloren. Deshalb, Inside Out, deshalb freue ich mich sehr auf den zweiten Teil. Ist halt auch eine geile Thematik, gell? So. Dann, der nächste Animationsfilm kommt am 11. Juli raus. Und zwar, ich, einfach unverbesserlich. Und zwar der vierte Teil von Illumination. So, jetzt habe ich ja clever versaut. Ich mache mal Neustart. Okay, cool. Ich habe da jetzt noch nie, oder den ersten Teil habe ich geschaut, die anderen Teile nie so wirklich, aber Illumination, die wissen schon, was sie tun. Deshalb kann man da gespannt sein.
wie es da mit Crew und den Minions weitergeht, gell? Dann Deadpool 3. Deadpool bekommt einen dritten Teil und das nächstes Jahr. Es gibt da auch schon einige Leaks, wer da so vorkommen wird, aber darauf werde ich jetzt nicht eingehen. Es wird auf jeden Fall spannend. Deadpool, immer ein bisschen mit schwarzem Humor, das mag ich sehr gerne. Ich glaube, den zweiten Teil habe ich aber nicht geschaut. Ja, jetzt kommt eben der dritte Teil. So. Dann möchte ich hervorheben, am 30. August, oder? Kommt ein Film über Kraven the Hunter raus, also der Antagonist aus Spider-Man, falls ihr den kennt, der bekommt einen eigenen Film. 30. August, jetzt mal vorsichtig das Datum. Ja, komm, wir überspringen das Level. Und ja, das ist doch geil. Mehr kann ich dazu jetzt halt auch noch nicht sagen. Dann, darauf freue ich mich aber schon, am 3. Oktober soll Joker 2 starten. Der erste Teil, den habe ich erst kürzlich nochmal angeschaut. Also der Film mit Joaquin Phoenix, oder wie man den ausspricht. Ein ganz besonderer Film, den ich sehr zu schätzen weiß, und der bekommt eben einen zweiten Teil. Auch wieder mit Joaquin Phoenix, oder wie der heißt, in der Hauptrolle. Und diesmal soll sogar Lady Gaga zu sehen sein. Als Harley Quinn. Anscheinend. Okay, und dieser Film soll ein Musical sein. Keine Ahnung, wie ich mir das vorstellen soll. Da bin ich jetzt ehrlich gesagt noch ein bisschen skeptisch, weil es scheint sich dann doch sehr vom ersten Teil zu unterscheiden, aber... Also wie gesagt, auch wenn ihr keine Batman-Fans seid, oder scheiße, oder so, das müsst ihr auch gar nicht sein, um den ersten Teil zu schauen. Der Film zeigt einfach, wie ein Mensch, ja, komm, ich will gar nichts spoilern. Man weiß nicht, was in dem Film wirklich passiert und was tatsächlich in seiner Fantasie stattfindet. Das musst du als Zuschauer selber so ein bisschen für dich rausfinden. Und der Film, er geht schon ein bisschen auf die Psyche. So, dann am 31. November kommt Gladiator 2. Nach so vielen Jahren, ihr wisst schon, Gladiator, der Film, der, ja, mit Russell Crowe in der Hauptrolle, ist ja auch schon ein Kultfilm. Und der wurde natürlich auch von Thomas Fritsch gesprochen. Aber am meisten freut's mich, dass der alte Wally B. wieder da ist. Euch nicht auch? Es ist schön, wieder da zu sein, Russell. Mutti, da ist Russell Crowe! Mutti, da ist Russell Crowe! Verpisst euch endlich! So wie ihr ausseht, spült ihr euch am besten im Scheißhaus runter. Bekommt jetzt eine Fortsetzung? Okay. Ich weiß nicht, ob man darauf gespannt sein kann und wie das fortgesetzt werden soll. Offensichtlich natürlich mit einem anderen Hauptcharakter. Oh. Ich hoffe, das war jetzt kein Spoiler. Ja, nee, aber... Okay. Also muss man mal warten, bis man da mehr erfahrt, aber gut. So, und dann für den 19. Dezember sind gleich zwei Filme datiert. Wie gesagt, das kann sich ja noch ändern. Das ist ja gar kein finales Datum. Zum einen bekommt der König der Löwen das Live-Action-Remake-Dingens ein Prequel, das da heißt Mufasa. Ja, es soll tatsächlich ein Film über Mufasa dieses Jahr rauskommen. Ich nehme an, dass da auch wieder... Dass es da um eine Geschichte zwischen Mufasa und Scar gehen wird. Oder dass das eine Geschichte darum sein wird. Keine Ahnung. Und ich vermute mal, Scar wird wieder von Michaelis gesprochen. Ja, König der Löwen macht viel Geld. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass das fortgesetzt wird. Ja, Prequel.
Schauen wir mal. Ebenfalls am 19. Dezember kommt Sonic the Hedgehog 3 raus. Also für dieses Datum ist mal datiert. Der erste Teil war cool, der zweite Teil war wirklich super und jetzt bin ich gespannt, was im dritten Teil passiert. Anscheinend soll ja da, oder ja, was heißt anscheinend, ist ja schon bekannt, soll da Shadow seinen großen Auftritt haben. Und ich hoffe, es wird halt wieder so ein Film sein, den man sich als Fan gut anschauen kann. Ich hoffe, dass, wie heißt der, Jim Carrey wieder als Dr. Robotnik, Dr. Eggman zurückkehren wird, weil das ist wirklich eine Rolle, die wie die Faust aufs Auge bei ihm passt. Und man kann sich da kein Recasting vorstellen. Er hat ja gesagt, Jim Carrey hat ja gemeint... Fuck, die Hammerbrüder! Jim Carrey hat ja gemeint, er will jetzt langsam in den Ruhestand gehen und eigentlich gar keinen Film mehr machen. Das hat danach Sonic 2 gesagt. Hoffentlich hat man ihn jetzt noch überreden können, noch ein drittes Mal in die Rolle zu gehen. Ja. Die Zeit wird es eben zeigen, Leute. Holy! Ja gut, was war denn das? So, das waren erstmal alle Filme, die dieses Jahr starten. Also es gibt natürlich noch mehr. Ich habe jetzt da nur ein paar Listen durchgeschaut und mal ein paar Filme, die jetzt für mich und tendenziell für euch interessant sind, einfach mal hier rausgenommen. Und es können ja immer noch irgendwelche Sachen natürlich angekündigt werden, wo wir jetzt noch gar keine Ahnung haben. Oder es können Filme verschoben werden, die dann erst nächstes Jahr kommen. Das wissen wir ja alles noch gar nicht. Das heißt, jetzt mal ein vorsichtiger Ausblick auf dieses Jahr. So, Leute. Jetzt geht es an die Serien. Welche Serien werden erscheinen? Welche Serien werden erscheinen nächstes Jahr? So. Ich... Oh, der erste Film, der... Der erste Serie, die... Mülli geht wohl arbeiten. Oh Mann, Mülli ist so fleißig. Auch schon im neuen Jahr. Das ist so geil. So, die erste Serie. Die erste Serie in diesem Jahr, auf die freue ich mich wirklich schon sehr, ist Avatar, der Herr der Elemente, das am 22. Februar auf Netflix starten soll. Also die Live-Action-Version. Oh, Mülli! Wurde ja schon lange angekündigt und Leute waren immer skeptisch. Ich war auch sehr skeptisch. Das wurde ja schon mal in Live-Action umgesetzt, die Legende von Aang. Und der Film ist halt... Naja... Okay. Aber mittlerweile hat man da ja schon einiges an Material gesehen. Trailer schon, ein Teaser. Und ich bin da jetzt sehr optimistisch. Und vor allem hat man gesehen mit One Piece, dass Netflix sowas auch gut umsetzen kann. Also, es ist möglich, sowas gut fucken, sowas gut umzusetzen. So. Deshalb freue ich mich da schon sehr. Avatar ist wirklich eine Serie, die ich sehr, ja, zu schätzen weiß. Sorry für den kurzen Cut, liebe Freunde. So. Es hat gerade geklingelt an der Haustür. Deshalb muss ich da mal nachschauen. Ja, genau. Avatar, da bin ich stehen geblieben, oder? Ja, ich freue mich da einfach sehr.
bin da positiv gestimmt schon mal und hoffe, die versauen es nicht. Aber hab da ein bisschen gutes Gefühl. So, das Level überspringen wir, darauf habe ich irgendwie keinen Bock. Oh, ich bin eh Game Over, also muss ich es überspringen. Wie gesagt, 22. Februar, schauen wir es uns gerne an, Avatar. Ich freue mich da wirklich drauf und ja, super. So, dann auch eine Serie, auf die ich mich wirklich freue. Also ich werde da wahrscheinlich der Einzige aus der Community sein, der sich darauf freut. The Walking Dead, The Ones Who Live. Also The Walking Dead, The Ones Who Live erscheint am 25. Februar. Die Geschichte hat eine sehr weitreichende, ja, oder wurde schon sehr lang angekündigt. Und zwar wurde da zuerst ein Kinofilm zu angekündigt oder drei Kinofilme zu der Thematik. Aber die wurden gestrichen und stattdessen kommt eben diese Serie. Sie soll um Rick, Grimes und Michonne gehen, also die Hauptcharaktere aus The Walking Dead. Denen ist ja irgendwas, ist mit denen passiert in der Mutterserie, sage ich mal. Es gab da irgendein Ereignis und das wurde nie aufgeklärt und dass wir... Das wird nun eben... Er ist so fleißig, Mann! Danke, Willi! Das wird nun in... oh, Mann. The Walking Dead, The Ones Who Live, endlich aufgeklärt. Das ist wohl die Serie, auf die sich die meisten freuen. Von den ganzen Serien, die es da so gibt. Und ich freue mich da auch wirklich schon sehr drauf. Endlich, Mann. Also ohne Witz. Endlich auch wieder Andrew Lincoln. Das ist so ein phänomenaler Schauspieler, Mann. Der bekommt viel zu wenig... Andrew Lincoln, Mann, das ist so ein hochkarätiger Schauspieler vom Schauspieltechnischen. Also The Walking Dead ist ja tatsächlich... Ja, mal ein kurzer Exkurs. Die Serie dreht sich halt um Rick Grimes, der ist ein ganz normaler Cop. Ein ganz netter Typ. There's us and the dead. We survive this by pulling together, not apart. Und dann... Ja. Oh Mann, es ist so eine geile Serie. Und dann im Laufe der Zeit, ja, und dann fällt der eben durch einen Unfall oder ja, der fällt halt ins Koma. Und als er wieder aufwacht, ist die Welt am Ende. Da ist einfach die Apokalypse ausgebrochen. Es wird nicht erklärt, warum, wieso, weshalb. Wir begleiten einfach Rick Grimes durch die Serie, wie sich die Welt verändert hat. Dabei begleiten wir ihn. Und die Welt ist wirklich abgefuckt. Es passieren grausame Dinge, die die Menschen machen. Und das verändert natürlich diesen Rick Grimes. Und so wird dieser Rick Grimes im Laufe der Zeit auch langsam zu einem Psycho. He's alive. Please. Wir begleiten dann keinen mehr, der gut ist oder der schlecht ist, weil das gibt's gar nicht mehr. Er tut einfach alles, um die zu beschützen, die ihm wichtig sind. Und er wird wirklich zum krassen Psycho, Mann. Und Andrew Lincoln, der porträtiert das so gut, Mann. Der, wahnsinnig, diese schauspielerische Leistung und... I'm gonna kill Carl now. I'm gonna make it one nice, hard swing. Try to do it in one because I like him.
I just want you to put that in your brain and roll it around for a minute. I'm gonna kill Carl, and then Lucille here, she's gonna take your hands. You can do it right in front of me. You can take my hands. I told you already, I'm gonna kill you. All of you. Maybe not today, maybe not tomorrow. But nothing is gonna change that, nothing. You're all already dead. Jetzt geht's eben weiter mit The Walking Dead, The Ones Who Live. Ja! So. Oh, jetzt gleich die Serie, worauf ich mich am meisten freue dieses Jahr. Ja, das wird jetzt keinen überraschen. Und zwar, ja. Das, was vorletztes Jahr meine Serie des Jahres war, wird jetzt eben fortgesetzt. House of the Dragon Season 2 auf HBO. Geil, Mann. Ich kann da nicht länger warten, Mann. House of the Dragon ist wirklich... Ich liebe ja Game of Thrones. Und es wird halt wirklich so brillant. Man ist halt wieder voll drin. House of the Dragon ist so eine großartige Serie. Es gibt halt jetzt zwei Lager, die Schwarzen und die Grünen. Und beide, ich will gar nichts spoilern, beide glauben eben im Recht zu sein. Durch ein Missverständnis. Und es ist halt wieder mal, ja, klasse gemacht. Und jetzt durch ein Ereignis in der letzten Folge ist der Krieg unausweichlich. Da ist wirklich ein krasser Scheiß passiert. Und ja, jetzt. Man hat jetzt schon einen kleinen Teaser-Trailer gesehen. Es wird wieder sehr hochkarätig werden. Ich freue mich da wirklich. So, das Level gefällt mir schon mal gar nicht. Sommer. Also, es ist mit Sommer datiert. Mehr weiß man da auch nicht. House of the Dragon, Mann. Es ist wirklich... Ich freue mich da wieder. Jede Woche eine neue Folge, Mann. Die einen zerreißt. Ich meine, ich hoffe, diesmal gibt es keine Geburtenszene mehr. In der ersten Staffel gab es 4 Geburtenszenen. Und sagen wir es mal so, nicht jede lief da unbedingt oder ging unbedingt gut aus. Das, ja. Das macht... So, was mache ich denn hier für eine Leistung? Wie gesagt, House of the Dragon wird wahrscheinlich mein Favorit. Ich freue mich da wie ein Schneekönig. Dann, das war die letzte Serie, die einen Termin hatte. Alle anderen Serien haben noch keinen Termin. Da sagt man vorsichtig, ja, 2024. Die können aber alle noch weiter nach hinten verschoben werden. Da muss man einfach abwarten. Das heißt, genießt es mit Vorsicht. Squid Game Staffel 2. Könnte dieses Jahr noch kommen. Soll dieses Jahr noch kommen. Squid Game hat mich damals echt überrascht. Es wird auf jeden Fall sehr spannend, wie es da weitergehen wird. Es gibt da ja schon einige coole Ansätze. Es gibt auch noch gar keinen Trailer oder sonst irgendein Material. Da muss man einfach abwarten. Ich freue mich da und werde es dann zu gegebenen Zeit natürlich genießen. So. So. Dann, wartet mal kurz, ich muss kurz lesen. Die nächste Serie, Der Herr der Ringe, die Ringe der Macht, Staffel 2, interessiert mich persönlich überhaupt nicht. Das Problem war, das kam damals zeitgleich mit House of the Dragon raus. Und das wurde dann immer damit verglichen. Und die, ich will nicht haten, aber die Qualität im Vergleich zu House of the Dragon ist halt wirklich... Ja... Naja,
sagen wir es mal so. Und es kam dann wirklich Woche für Woche immer eine Folge House of the Dragon raus auf HBO und eine Folge Ringe der Macht auf Amazon und ja, beides halt so Fantasy-Setting, das ist halt, ja. Die ganzen Fans sind da auch eher, ja, enttäuscht von der Serie, sage ich mal. Von Ringe der Macht und ja, hoffentlich macht Amazon nicht denselben Fehler und bringt das zur gleichen Zeit wie House of the Dragon raus. Mal schauen. So, dann auch Alice in Borderland Staffel 3. Also da kommt tatsächlich eine dritte Staffel. Ob die jetzt wirklich schon dieses Jahr erscheinen wird, muss man schauen. Es steht mal 2024 da, aber das wage ich zu bezweifeln. Keine Ahnung, wie man das auch fortsetzen will nach dem Ende von Staffel 2. Ich meine, der Kreis ist ja geschlossen jetzt. Leute, die das geschaut haben, die wissen, wovon ich spreche. Aber gut. Ich hoffe, das ergibt dann halt auch alles irgendwie Sinn und es ist nicht nur eine Fortsetzung, weil es halt erfolgreich war. Alice in Borderland kann ich generell jedem empfehlen. Dann Castlevania Nocturne Staffel 2. Ich muss mir die Castlevania Serie auch mal anschauen. Ob jetzt Staffel 2 schon dieses Jahr erscheint, das wird auch die Zeit zeigen. Star Wars Skeleton Crew. Oh, Star Wars Serie. Davon gab es ja schon einige und jetzt offenbar mal wieder so eine ernstere mit Skeleton Crew. Die scheint dieses Jahr auch zu kommen. Von das ist auch bisher die einzige Star Wars Serie, die für dieses Jahr irgendwie bestätigt wurde. Also, Mandalorian wurde noch gar nicht bestätigt, Ahsoka wurde noch nicht bestätigt und ob da jetzt Rogue One, wie heißt die Rogue One Serie nochmal? Wie kann mir der Name entfallen? Andor, genau. Star Wars Andor. Da kommt ja noch eine zweite Staffel, aber ob die schon dieses Jahr kommen wird, das weiß man nicht. Ja, ich denke mal spätestens zum Star Wars Day, denn dann bekommt man da mehr Klarheit, was da so kommen mag. Dann soll noch kommen eine Penguin-Serie, also die eine Serie, die über den Pinguin geht, und zwar den Pinguin aus The Batman. Also der gleiche Schauspieler in der gleichen Welt wie aus dem neuen Batman-Film bekommt eine eigene Miniserie, also wieder gespielt von Colin Farrell. Der hat ja eine coole, wirklich super Performance abgebracht als Oswald Cobblepot. Der bekommt eine eigene Serie. Bin gespannt, worum es da gehen wird. Ob das ein Prequel sein wird. Wahrscheinlich ein Prequel. Aber viel mehr ist da, glaube ich, auch gar nicht bekannt. Zumindest mir nicht. Blicke ich auch positiv auf diese Serie. Bin sehr gespannt, was uns da erwartet. Und das ist auch schon, liebe Freunde, die letzte Serie, die ich mir jetzt so notiert habe. Also ein durchaus spannendes Jahr an Serien, das uns erwartet. Vor allem für mich halt mit House of the Dragon wirklich. Ich freue mich da sehr. Und The Walking Dead, The Ones Who Live. Bin da auf jeden Fall sehr ziemlich gehypt. Und natürlich Avatar. Vergesst man nicht Avatar, das dann gleich Anfang des Jahres erscheint. Und die möglichen Serien Squid Game und Alice in Borderland, das ist auch was für mich, wenn es denn dieses Jahr kommt. So Leute, jetzt kommen wir zu den Spielen und ich muss ehrlich sagen, dass ich da wirklich überrascht bin, wie wenig da bisher angekündigt wurde. Also das ist ja Wahnsinn. Also ich habe mich da jetzt natürlich sehr auf Nintendo spezialisiert, also ich kann jetzt natürlich nur von den Nintendo-Sachen reden, aber es sieht wirklich mau aus, Leute. So ist wirklich so wenig ankündigt. Das hat mich echt überrascht. So, am 18. Jänner erscheint Prince of Persia The Lost Crown unter anderem für die Nintendo Switch. Ja, nach Jahren mal wieder ein neues Prince of Persia. Das Spiel hat mich jetzt aber noch nicht überzeugt.
muss man mal schauen, wie das wird. Sieht halbwegs interessant aus. Kommt unter anderem für die Nintendo Switch raus. Ja. Und zwar schon Anfang des Jahres. Ja. Aha, so, das ist das Konzept von dem Level. Was soll denn das bringen? Aha. Oh. Okay. Okay. Ja. Weiter geht's mit der Tomb Raider Collection, also die klassischen Spiele, jetzt nicht die der Neuzeit, sondern wirklich die klassischen Spiele, die es damals auf der PlayStation gab und so, zur ganz alten Zeit, habe ich alles nicht gespielt natürlich. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich mir jetzt diese Collection holen werde. Also nicht zu verwechseln mit den neuen Spielen bitte, wirklich die alten. Aber wer die mal nachholen will, ich glaube, das ist eine halbwegs vernünftige Gelegenheit dafür. So, dann das erste Nintendo-Spiel, Leute. Erscheint am 16. Februar Mario vs. Donkey Kong. Und es ist ein Remake, eine Neuauflage von dem GBA-Spiel, das damals die Mario vs. Donkey Kong-Reihe gestartet hat. Das bedient sich da auch grafischen Assets von Super Mario Odyssey, wie einem einfällt, auffällt. Shitty! Okay, cool. Das wird jetzt also geremaked. Das wird jetzt nicht das erste, einzige Remake sein dieses Jahr. Okay. Ja. Nettes Puzzlespiel auf jeden Fall. Ein richtiges geiles Link-Level. Es ist, wie gesagt, nur ein Remake, deshalb, ja. Wird sich da jetzt nicht jeder drauf freuen. Jawohl! So und nicht anders. So! Dann! Oh, jetzt bekommen wir noch einen Triforce. Zieht euch das an. Geiles Level, mein lieber Scholli. So, dann, liebe Leute, das ist das einzige neue Spiel, das von Nintendo angekündigt wurde bislang für die Switch. Und zwar am 22. März erscheint Princess Peach. Showtime! Das neue Prinzessin Peach-Spiel erscheint also im März. Nach der ersten Ankündigung wusste man ja noch gar nicht, worum es sich da handelt, aber dann kam irgendwann mal ein richtiger Trailer. Das scheint echt ein cooles Spiel zu werden, ein echt nettes Spiel mit einer frischen Idee und wird wahrscheinlich echt Spaß machen. Mal was anderes. Ich glaube, ist schon ein Spiel, worauf man sich freuen kann. So, und dann im Sommer. Also ein genaueres Datum gibt's, stand jetzt noch nicht. Kommt Luigi's Mansion 2 raus. Das Spiel erschien ja damals ursprünglich für den 3DS. Und jetzt wird das eben für die Switch geportet, / geremaked. Leute, die das auf dem 3DS verpasst haben, können das jetzt in HD und ohne 3D-Effekt nochmal erleben. Ob es da irgendwelche Neuerungen geben wird, ist nicht bekannt. Wird wahrscheinlich mehr oder weniger... ja, ein Remake sein. Ja, halt ein Port, Remake halt. Der zweite Teil war echt cool. Das heißt, da kann man doch zuschlagen. Wer will. Und wer nicht will, der halt nicht, gell? So ist es halt. Ja, was mach ich denn? Heilige.
Komm, das Level überspringen wir. Dann... mit 2024 datiert, keine Ahnung wann genau, ist Paper Mario 2 die Legende vom Äonentor. Das Spiel ist ursprünglich für den GameCube erschienen und erhält jetzt auch eine Neuauflage für die Switch. Also schon wieder eine Neuauflage, die dritte schon. Habe ich damals nicht gespielt, das heißt für mich ist das ein neues Spiel. Das Spiel ist wirklich ein Fan-Favorite, ein richtiges Juwel. Deshalb freue ich mich da, ein hochkarätiges Spiel zum ersten Mal erleben zu dürfen. Darauf freue ich mich. Ja, und das war's auch schon spieletechnisch, Leute. Was hat Nintendo dieses Jahr zu bieten? Bisher 3 Ports? 3 Remakes? Von alten Spielen? Und dann hat noch ein Peach-Spiel. Aber ansonsten sieht das echt ziemlich mau aus. Wir haben auch gar nichts am Horizont, Leute. Sonst haben wir immer irgendein hochkarätiges Spiel, irgendein Blockbuster am Horizont. Zum Beispiel jetzt viele Jahre Tears of the Kingdom, aber immer wieder mal ein Spiel, dann Super Smash Bros. Splatoon oder irgendwas war doch da immer, worauf man sich entgegenfiebern konnte. Jetzt ist da einfach gar nichts. Ich meine, ja, wie gesagt, das Peach-Spiel, das wird ganz cool werden, aber es ist jetzt natürlich nicht das große Spiel. Ja, da stellt sich natürlich die Frage, woran arbeiten... Kommt mir nicht mit Metroid Prime 4, das... Ja. Das ist ein Thema für sich, das, ob das überhaupt noch für die Switch kommen wird. Ja, okay. Dazu wissen wir halt noch gar nichts. Aber... Woran arbeiten die ganzen Nintendo-Teams? Es ist ziemlich offensichtlich, dass sie an Spielen arbeiten für den Switch-Nachfolger. Deshalb... Also es ist nichts bestätigt oder so. Aber ich glaube, oder die Vermutung liegt nahe, dass die Ankündigung des Switch-Nachfolgers nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen kann. Und dass diese neue Konsole auch dieses Jahr erscheinen wird. Mit den ganzen neuen Spielen. Es gibt dann auch gar keine Hinweise darauf, was es für eine Konsole sein wird. Für mich wäre natürlich, mir wäre es am liebsten, wenn das einfach auch wieder so eine Art Nintendo Switch wäre mit mehr Power. Weil dieses Konzept gleichzeitig Handheld, aber gleichzeitig auch Heimkonsole, das will ich nicht mehr messen. Die Joy-Con, die finde ich so cool. Ich will das alles nicht mehr messen, aber da ist natürlich die Frage, wie wollen sie da frischen Wind reinbringen? Also ich meine, es wird nicht einfach nur sein, die gleiche Konsole, stärkere Leistung. Es wird schon irgendeinen neuen Kniff haben. Die Frage ist, was? Dementsprechend glaube ich, das wird ein ganz ein spannendes Jahr für Nintendo-Fans. Wir werden da hoffentlich, wahrscheinlich... eine neue Nintendo-Konsole präsentiert bekommen mit den neuen Spielen. Keine Ahnung, vielleicht ein neues 3D-Mario, vielleicht Mario Kart 9. Ihr müsst ja auch denken, die ganzen Mario Kart-Strecken, auf die wir uns jetzt 2 Jahre lang immer gefreut haben, die gibt es jetzt auch nicht mehr. Also, das fällt jetzt auch weg. Es ist jetzt wirklich... Meine Herren, ist das ein Blödsinn da. So ein Schwachsinn-Level. Es wird sehr spannend, weil wir einfach so im Ungewissen sind. Und jetzt wird es dann langsam wahrscheinlich losgehen mit den ganzen Gerüchten und den Leaks, dass man dann auch wieder verfolgen kann. Die ganzen Insider tipseln wahrscheinlich jetzt eh schon auf Twitter rum. What the fuck ist das denn schon wieder für ein Level? Nee, und jetzt wahrscheinlich im Jänner oder eher im Februar wird es dann wahrscheinlich eh wieder eine Direct geben, wo dann ein bisschen was neu angekündigt wird, wo es einen neuen Trailer zu Peach gibt und vielleicht noch die ein oder andere kleinere neue Ankündigung. Vielleicht ja dann noch weitere Ports, aber Leute, die ganzen Ports, die werden ja nicht von Nintendo selber entwickelt, die geben die irgendwo in Auftrag und damit hat sich die Sache... Vielleicht wird ja nochmal Wind Waker HD für die Switch kommen. Oder Twilight Princess HD oder beides. Das könnte ich mir jetzt noch vorstellen. Also ich glaube, es wird gar nichts mehr Großartiges für die Switch kommen. Äh,
Und ja, ich glaube, die Ankündigung der neuen Konsole ist nicht mehr weit entfernt und die Veröffentlichung wird wahrscheinlich auch dann dieses Jahr sein, vielleicht Richtung Ende. Es wird spannend und ich freue mich da auf jeden Fall drauf, Leute. Was würdet ihr euch denn für eine neue Nintendo-Konsole wünschen? Was für ein Konzept? So, ist das eine Falle oder was? Klar, es ist eine Falle. Ach, fickt euch doch. So ein Schwach... Wieso kommen jetzt nur noch Schwachsinnslevel? Ja, Leute, so viel zu den Spielen, so viel zu den Serien, so viel zu den Filmen und Spielen. Bei den Spielen kommt natürlich noch ein bisschen mehr raus von Third-Party-Entwicklung so und Indie-Spielen, aber das habe ich jetzt alles nicht beachtet, weil Baum. Mensch. Lustiges Level. So, Leute, jetzt sind wir ja schon fast am Ende angekommen. Jetzt kommen wir noch zu meinen Neujahrsvorsätzen. Und die Neujahrsvorsätze sind nicht vorhanden, weil ich mir da gar keine Gedanken mache. Ich lasse das Jahr einfach auf mich zukommen. Und freue mich einfach dann, wenn, ja, keine Ahnung, irgendwas halt passiert. So. Steht da noch was auf an? Was steht da noch auf dem Zettel? Moment. Ich glaube, ich habe da alles abgehakt. So. Ja, ich habe da wirklich alles abgehakt. So. Fleißig, der Gute heute. Fleißig. Ja. Gut. Jetzt natürlich, wie gesagt, gar keine Neujahrsvorsätze. Ich lasse einfach auf mich zukommen. Ich habe da keine Ziele oder sonst was. Ich werde einfach so weiterleben wie bisher. Ich versuche mich nicht zu verschlechtern, natürlich. Jetzt natürlich noch in Sachen Community und YouTube. Was sind meine Pläne für 2024? Also, ich will natürlich weiterhin viel streamen und so Videos rausbringen und halt viel mit der Community erleben. Also eigentlich so wie letztes Jahr. Es war doch ein super Jahr, oder? Und ich bin da auch ein bisschen bestrebt, mich da auch natürlich immer fortwährend zu verbessern. Zum Beispiel, dass die Streams ein bisschen... ja, cooler aussehen oder coole Sachen. Und natürlich, ja, gibt es da noch andere Ideen, die jetzt noch keine Früchte tragen. Die Mario Kart Challenge wird weitergehen und hoffentlich auch die Mario Maker Challenge. Das hat nämlich immer Spaß gemacht. Und mal schauen, was da noch für Ideen verwirklicht werden. Ich will auch meinen Kanal... Hey, wo ist deine Mütze, Mülli? Weiß ich nicht. Mülli! Ich habe mir auch vorgenommen, ich will meinen Kanal ein bisschen erneuern. Also jetzt halt von der Optik her. Neues Profilbild, neuen Banner. Aber ich habe da noch gar keine Idee. Mülli! Ich habe da noch gar keine Ideen, wie ich das Ganze frisch gestalten kann. Muss mir noch was einfallen. Bei den Streams habe ich mir schon ein bisschen was Geiles einfallen lassen. Und ich plane da auf jeden Fall, oh, jetzt kann ich ja schon anteasern, eine Rückkehr der Community-Abende. Das wird auf jeden Fall geil. Ich meine, wir zocken ja sowieso schon sehr oft auf Discord abends. Aber... das soll ja ruhig auch wieder mal in großer Runde passieren, so mit Ankündigungen. Das war immer geil. Und da kann man dann Musik hören. Wie in alten Zeiten. Das ist doch immer geil, oder? Und dann, weißt du, dann bewegen sich auch Leute her, die sonst nicht so oft da sind. Und dann ein bisschen talken, ein bisschen zocken, ein bisschen Spaß haben, ein bisschen Unsinn auf anderen Servern treiben. Das, oder man kann auch zusammen Filme schauen, bestimmt. Genau.
Und mal schauen, was uns da sonst noch erwartet. Auch in Sachen Community Days bin ich schon sehr gespannt, was uns dieses Jahr erwartet. Also die ganzen Sachen, die wir erlebt haben dieses Jahr. Das war alles mega geil. Und ich bin gespannt, was sich da so ergibt. Also. Und generell auch videotechnisch, was für Ideen sich vergeben, wie ich mich verbessern kann. Also Feedback in meiner Richtung ist immer gerne gesehen. Und ich freue mich da wirklich jeden Tag aufs Neue. Oder ja, keine Ahnung. Auch in meinen Videos will ich mich stetig verbessern. Und ja, ich bin einfach gespannt, was uns da so erwartet. Das ist... Ja, Discord-Server aufräumen. Ich meine, den haben wir schon so oft aufgeräumt, Kanäle gelöscht und umstrukturiert. Aber nach 2 Wochen sieht es dann eh immer gleich aus. Vielleicht fällt uns dazu mal was Neues ein. So. Bei Community Days ist natürlich schon vorsichtig geplant die Gamescom. Weil letztes Jahr war so cool und da planen wir natürlich auch dieses Jahr dahin zu gehen. Ich meine, ich kann es nicht versprechen. Ich meine, was passiert, wenn ich sterbe auf der Baustelle und dann... Kann ich dieses Jahr da nicht hin? Dann kann ich vielleicht erst nächstes Jahr dahin, wenn ich auferstanden bin oder so. Das heißt, aber geplant ist auf jeden Fall auch wieder 2 Tage. Und zwar Donnerstag und Freitag. Und dann der Samstag soll so ein bisschen Pause sein, aber da kann man ja auch was unternehmen. Und dann soll es am Sonntag ins Phantasialand gehen. Also so ist das schon mal geplant mit Daniel, Ink Daniel. Das heißt, könnt ihr euch das schon mal hinter die Ohren schreiben. Aber Pläne können sich natürlich noch ändern. Ich meine, es ist noch ein bisschen lang bis dahin. Und ich bin eh schon gespannt, was uns sonst noch erwartet. Also gerne auch Ideen für Community Days. Da kann sich ja alles Mögliche ergeben. Und ja, ich hoffe einfach, es wird wieder genauso geil wie letztes Jahr. Dementsprechend. Ja, freue ich mich wirklich auf ein tolles Jahr mit euch und auch natürlich mit auf Discord zocken. Meine fucking Herren, wieso kommen nur Schrottlevel? Ist wirklich auch immer ein Highlight, also das habe ich ja schon im letzten Video gesagt, aber wirklich auch immer, wenn man mal einen Scheißtag hat auf der Arbeit, dann am Abend so zusammen zocken, das ist dann wirklich immer... Ja, ein Highlight, sage ich mal. Oder etwas, das einen dann aufbaut, aufmuntert. So soll es auch weiterhin sein, liebe Leute. Gerne immer spontan auf Discord zusammen zocken. Oder auch mal schreiben, das ist geil. Oder einfach auch mal talken. Keine Ahnung, Leute, wenn ihr mal Hilfe braucht bei irgendwas. Oder wenn ihr irgendjemanden braucht zum Reden, dann bin ich immer da. Oh, ich bin so ein süßer Mann. Nee, ohne Witz, dann könnt ihr euch an mich wenden und tue ich dann auch gerne und ja, es ist eh nice, oder? Es ist ganz nice, oder? Ja, ich freue mich, also wie gesagt, ich freue mich einfach auf das, was uns erwartet, auch auf YouTube, auch im Real Life. Ja, es ist einfach ganz schön klasse. So, Leute, jetzt haben wir das Video ja schon... Das Video geht jetzt nur 1 Stunde lang in dem Fall. Oder ein bisschen mehr. Das ist doch schon mal kürzer als das letzte Video. Aber es gab ja auch nicht ganz so viel zu besprechen. Ich freue mich auch auf das Jahr, was da so ankündigt wird an Spielen. Auf die ganzen Serien, die ich gesagt habe. Und... für Nintendo-Fans könnte das ein ganz besonderes Jahr sein. Leute, ich brauche einfach wieder ein Spiel, worauf ich mich wirklich freuen kann. Sowas wie Tears of the Kingdom. Mario Kart 9 wäre so ein Spiel. Oder ein neues 3D-Mario wäre so ein Spiel. Ein neues Zelda wäre natürlich so ein Spiel. Neues Smash Brothers. Schauen wir einfach mal, was uns erwartet, Leute. Es wird ein geiles Jahr und ich freue mich drauf, das mit euch zusammen zu erleben. Leute, für heute... Wünsche ich euch einfach nur alles Gute, einen ganz tollen Start in dieses Jahr. Schreibt gerne euren Senf da rein,
was eure Vorsätze sind, worauf ihr euch freut, worauf ihr euch nicht freut. Was steht für euch dieses Jahr so an? Wie gesagt, ich freue mich da von euch zu lesen. Leute, in diesem Sinne, ich spiele jetzt nicht mal mehr das Level fertig. Wünsche ich euch nur das Beste und ein Erfolg 2024. Leute, alles Gute und bis bald.